Was geht ab, Kampfsportfreunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Notem MMA. Der Kampf der Abend von Universum TV und Leon Mascher Standard Skill ApoRed KS Streak ist vorbei. Und ja, es wurde wie gesagt schon ein Rekord gebrochen mit den höchsten Zahlen eines YouTube-Livestreams aller Zeiten in Deutschland, ne, mit 770.000 Live-Zuschauern zu der Bestzeit. Das war gestern Abend gegen 23 Uhr und es ist einfach unfassbar, was die da auf die Beine gestellt haben. Natürlich ist das Interesse da gewesen aufgrund dessen, weil es YouTuber waren, die natürlich einen enormen Hype und Multimillionen an Follower mitgebracht haben zu diesem Event, aber trotzdem war es eine Boxveranstaltung. Das darf man einfach nicht außer Acht lassen. Die Leute haben eingeschaltet, weil diese YouTuber gegeneinander boxen. Das fand ich einfach mega, finde ich richtig, richtig nice anzusehen und hat einfach auch gezeigt, wie es in Deutschland angekommen ist. Dafür nochmal großen Respekt auch an dieser Stelle für alle, die da in den Ring gestiegen sind. Natürlich auch die ganzen Profis, die auch gute Kämpfe abgeliefert haben. Es waren viele Aufbaukämpfe dabei, aber trotzdem auch auf eine gewisse Art und Weise schon interessante Fights, viele TKOs, ne, viele Finishes in der ersten Zeit. Ja, war auf jeden Fall ein sehr, sehr nices Event. War professionell und war auch eigentlich ziemlich lustig mit anzusehen, muss ich an dieser Stelle auch sagen. Leon Mascher hat auch direkt danach im Interview nach dem Fight gesagt, dass seine Rippe wohl in der ersten Runde schon gebrochen war. Er konnte nicht mehr richtig atmen, hatte es schwer wirklich zu kämpfen. Deshalb hat er vielleicht auch so performt, wie er performt hat, weil er schon am Anfang durch einen Zusammenprall oder eventuell durch einen Schlag, was ich aber weniger glaube, ich glaube eher, weil die so aufeinander losgegangen sind, sich da die Rippen gebrochen hat. Das hat er jetzt gesagt nach dem Fight und auch in einer Instagram-Story. Guckt euch gerne an, was er jetzt hier zu sagen hat. Gleich geht's ab. Ich sag's euch, Sam Duster heute. Saben Duster für den lieben Stani. So, gerade im Krankenwagen. Auf geht's ins Krankenhaus. Ich muss kurz atmen, weil der Arzt sagt, ich habe zwei Rippen gebrochen. Es fällt mir schwer zu atmen. Auf jeden Fall, Leute. Machen wir gleich ein Röntgenbild und dann sehen wir, wie viele Rippen gebrochen sind. Morgen gibt es ein YouTube-Video dazu. Ansonsten, ApoRed hat ja wie gesagt auch ordentlich Schaden genommen an seiner Nase, ne? Die hat die ganze Zeit durchgeblutet, da dachte man sich, hey, ist die eventuell gebrochen, aber er sagte auch, dass sie ja nicht unbedingt gebrochen ist, aber schon angeditscht, ne? Weil die schon im Vorfeld im Sparring leicht beschädigt war. Es passiert, wenn du da oft einen auf die Nase kriegst. Manche Leute bluten schneller, manche weniger. Und ApoRed hat das vielleicht einfach so. Ne? Deshalb ist es auch gar kein Problem. Das einzige Problem bei ApoRed war, dass er auch verletzt in den Kampf gegangen ist, sagte er. Nämlich mit einer entzündeten Bizepssehne. Und das kann natürlich sehr, sehr gefährlich sein. Habe ich an dieser Stelle auch schon mal gehabt, ne? Dass meine dann letztendlich durchgerissen ist. Auch beim Training, ne? Beim Fighten dann im Endeffekt. Und das kann natürlich auch sehr, sehr schmerzhaft werden. Und natürlich diese entzündete Sehne ist auch schon eine sehr, sehr schmerzhafte Angelegenheit. Aber er hat es hier durchgezogen und hat seinen Mann gestanden. Schaut euch gerne an, was er hier gesagt hat und was KS-Rick auch noch dem Kampf gesagt hat. Ansonsten lasst gerne ein Like und ein Abo da. Jetzt, Leute, ihr werdet es wahrscheinlich nicht glauben, ich bin mit zwei Verletzungen in den Kampf reingegangen. Also ihr habt den letzten Tag gesehen, wie krass ich geblutet habe. Das lag aber der Nase, die ist aufgeplatzt beim Sparring. Und die war die ganze Zeit am Arsch, auch heute beim Kampf. Deswegen mit einem leichten Ninja war sie auch schon wieder kaputt und überall nur bluten. Und das Schlimmste war einfach die Sehnenschmerzen. Also ich hatte hier Sehnenschmerzen an beiden Armen. Ich hatte kaum Schlagkraft am Ende, weil es auch entzündet war, leider. Ich bin aber trotzdem reingegangen. Scheiß drauf, Digga. Trotzdem 100%. Ich habe mir nochmal eben gerade den Kampf zwischen Stani und Leo gegeben. Ohne Witz, richtig nice, Digga. Schön zwei LKW-Trucker, die aufeinander gerusht sind, Digga. Boah. Schöne Unterhaltung auf jeden Fall. GG an beide auf jeden Fall. Und jetzt kommen auch wieder ordentliche Kampfsport-News, Freunde. Vielen, vielen Dank für den krassen Support. Bis zum nächsten Mal hier bei NoTime MMA.